Und weiter geht's bei Pokémon Platin. Hallo Leute. Und ich sehe schon, da unten ist ein Kadabra. Unser Psylo ist Level 18. Cool. Und hat Konfusion und Aussätze erlernt. Perfekt. So kann man damit arbeiten. Kratos und Anton hinken noch ein bisschen hinterher. Aber okay, wir müssen scheinbar in den Ewigwald. Aber zuerst möchte ich noch sehen, was es hier gibt. Vielleicht kriege ich ja gleich noch irgendwie ein schönes Pokémon gefangen. Ich wollte schon sagen, falls irgendetwas auftaucht. Schallelos. Habe ich schon eins gefangen. Okay, dann halt nicht. Level 11 sind die. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Hätte ja sein können, dass hier zufällig irgendwas Cooles herumkreucht und fleucht, das ich haben möchte. Aber wenn Shana will, dass wir in den Ewigwald gehen, tun wir das. Hallo, wer bist du denn? Hallo, mein Name ist Reisa und du bist? Oh, du bist also Becky. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Becky, darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich möchte durch den Wald gehen, aber alleine habe ich Angst. Ich habe gehört, dass hier einige dunkle Gestalten herumlaufen, die sich Team Galactic nennen. Ich denke, wenn man nicht alleine geht, ist man auf jeden Fall sicherer. Kann ich bitte mit dir gehen? Becky entscheidet sich, zusammen mit Reisa zu gehen. Ich habe gar nicht Ja gesagt. Ich werde deine Pokémon stets in Topform halten. Ja gut, dann komm halt. Wer bist du? Ich suche nach Gamer-Pokémon, damit ich in der ewigen Arena Chancen habe. Gamer-Pokémon sind eine absolute Wucht. Sie wachsen wirklich schnell. Ja, das ist aber auch gerade alles. Item. Gegengift. Oh, das ist sehr praktisch hier drin. Hoch oder nach rechts? Ich gehe mal hoch. Spielt sogar keine Rolle. Vielleicht finden wir hier drin noch... Ach so, jetzt kommen überall Doppelkämpfe, stimmt. Ist es klug, dass ich jetzt Lightning vorne habe? Oh, Chanera. Sehr schön. Ja, gut. Oh, Biss. Klasse. Funkensprung, mach mal bitte Haspidor kaputt, Lightning. Bam. Sehr schön. Level 13, Level 12. Aber Kratos und... Anton möchte ich dann doch nicht unbedingt hier vorne haben, wenn Knospis unterwegs sind. Das ist ein bisschen uncool. Dass ich paralysiert bin, ist auch ein wenig uncool. Aber diese Reisa, oder wie sie auch immer heißt, hat ja gesagt, sie wird unsere Pokémon stets in Topform halten. Also ist das kein Problem. Oh, Lightning ist paralysiert. Leck dich. Los, mach dieses Knospi alle. Es reicht natürlich nicht. So, jetzt aber. Zack, und besiegt. Geht doch. Okay, gut. Oder wen soll ich nach vorne nehmen? Na, ich denke, mit Lightning bin ich dadurch schon gut beraten. Oder was meint ihr? Nehmen wir noch Gylfi nach vorne, bis es auch Level 19 bzw. 20 erreicht hat. Und dann passt das dann auch. Dann bekämpft ihr mal euch beide hier. Ihr habt bestimmt Käfer. Oh, da oben sind Zerschneiderbäume. Na super. Du fragst dich, was cool ist? Nein, ich sage es dir trotzdem. Käfer-Pokémon. Okay, wenn du meinst. Hey, wir befinden uns nur auf einem Gewaltmarsch. Was? Ah, leck mich doch. Sehr gut, dass ich Gylfi nach vorne genommen habe. Die haben ganz bestimmt Käfer. Und mit Käfern macht Gylfi kurzen Prozess. Aber das Pachirisu da will mir nicht so gefallen auf Level 16. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, aber als erstes mal, Gylfi macht das Wampel kaputt. Das dürfte kein Problem sein. So, weg damit. Und Chanera, es wäre cool, wenn du dich um Pachirisu kümmern würdest. Funkensprung. Nein, nicht auf Gylfi. Fuck! Fuck! Okay, der Schaden ist nicht allzu groß. Ja, die Käfer sind eigentlich kein Problem. Aber dieses Pachirisu gefällt mir gar nicht. Es wäre cool, wenn sich Chanera darum kümmern würde. Endlich mal. Funkensprung. Los auf Chanera! Na also, geht doch. Damit kann ich dann leben. Oh, Chanera trifft nie. Was ist denn los? Papinella. Auch gefährlich. Deswegen auch ganz schnell besiegen. Nicht, dass es da mit irgendwelchen Stachelsporen oder so eine Scheiße kommt. Volltreffer sogar. Gylfi, klasse. 517 und Level 19. Super. Super, super, super.
Geh auf Shanera. Nein, nicht auf Gylfi. Du dämliches Mistvieh. Na also, endlich trifft Shanera. Okay, ich würde sagen, Notsituation. Attacke. Es hat jetzt nicht so den gewünschten Effekt gehabt. Ich habe doch jetzt weniger KP als das Ziel. Oh, nein. Ja, ich riskiere es nicht. Ich riskiere es echt nicht. Ich gebe Gylfi mal einen Trank. Möchte Gylfi nicht verlieren. Ruckzuckieb. Okay, damit kann ich leben. So, Shanera. Sehr schön. Und jetzt, Gylfi, hau es weg mit Ruckzuckieb. Bam. Jo, reicht's gut. Ja, solche Elektro-Pokémon sind mir dann schon Dorn im Auge bei Team Blue und Gylfi. Finde ich dann nicht so cool. Ich hab verloren. Leck mich doch. Wie gesagt, da links können wir nicht lang oder noch nicht. Paraheiler, sehr gut. Dann, was kommt noch? Da unten sind wieder zwei, die kämpfen wollen. Auch die machen wir natürlich platt. Ich kann sie sehen, ich kann sie sehen, ich kann deine Niederlage sehen. ich sehe sie nicht. Durch die Verbindung von Trainer und Pokémon wird eine große Kraft geboren. Ach, wisst ihr was? Hört auf zu labern und lasst uns durch. Oh, Psychos. Level 17? Ja gut, die Abras können vermutlich nicht allzu viel Tolles. Nehme ich mal stark an. Aber trotzdem, vorsichtig sein. So, Flügelschlag gegen das linke Abra. Bams. Abra hat keine Verteidigung, also mein Gott, das muss ausreichen. Locker sogar. Und, oh, schon Level 20. Gylfi levelt uns hier davon. Ab hier in so einem Wald. Oh, Kraftreserve. Gut. Shanera hält das aus. Ohne Probleme. Aber das dürfte Abra aufhalten. Ja, hat das ausgehalten. So, Ruckzuckieb müsste ausreichen. So. Ja, Abras Verteidigung ist wie gesagt für den Arsch und deswegen kein Problem. So, die beiden Psychos besiegt. Mal sehen, ob ich hier drin noch irgendwas Schönes fangen kann. Das wäre echt cool. Netzball. Oh, ja. Irgendeinen schönen Käfer, den ich haben möchte, mit einem Netzball fangen. Das wäre cool. Beditzer. Wir haben einen Beditzer. Laut der Anzeige da oben. Was? Okay. Sean hat sich in diesem Fall einen Beditzer gefangen. Ja. Okay, schön zu wissen. Zuerst muss Knospi weg. Das Vieh. Es wäre ein Dorn im Auge. So, weg damit. Was? Nein, nicht. Nein, Giftdorn. Shit. Shit, 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 shit. Ich hoffe, wir haben. Doch, wir haben ein Gegengift gefunden. Wir haben ein Gegengift gefunden. Glaube ich, oder? Ich habe es bereits wieder vergessen. Ja, ja, jetzt ist Blitzer schnell besiegen. Ja, Gift ist hier in solchen Wäldern das Hauptproblem. So, weg. 99 Erfahrungspunkte ist nicht viel, macht aber nichts. Halt, wir haben Beeren. Wir haben Beeren, geil. Okay, setzen wir das... Ach so, stimmt, wir werden ja direkt geheilt, habe ich ganz vergessen. Aber wenn wir schon Beeren haben, warum werden die nicht verteilt? Geben wir mal eine an Gylfi. Bei schlafendes Pokémon geben wir die mal an Lightning. Hier bei Paralyse, das geben wir am besten mal Psylo. Und an Blue. Und dann geben wir das hier noch Kratos oder Anton. Anton. Sorry Kratos, du kriegst auch bald was, keine Sorge. Oh, hier wollen noch mehr kämpfen. Na gut, hauen wir sie weg. Hauen wir sie halt weg. Hier kommt Textplager. Ja gut, sie haben immerhin Käfer. Kein Problem. Für Gylfi, wie gesagt, kein Problem. Sie haben 5 Pokémon. Oh. Wurmi und Wumpel. Alles klar.
Alles klar. Glaube, wir wollen zuerst mal Burmi besiegen. Es hat ein höheres Level. Flügelschlag gegen Burmi. Bams. Tschüss, Burmi. Hat Spaß gemacht. Wobei, kann Wumpel schon Giftstachel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wobei, es ist ja kein Problem. Wir werden eh nach jedem Kampf geheilt. Dann kommt ein anderes Burmi, okay. Auch das hauen wir einfach mal weg. Bams. Aber ich möchte hier drin gerne was fangen. Ich habe erst 4 Pokémon, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Schana hat, aber bestimmt schon mehr. Naja, wir brauchen eigentlich nicht mehr als unsere momentanen 6. Wenn nichts schief gehen sollte. Aber es wird bestimmt was schief gehen. Früher oder später. Bin ich mir sicher. Okay, Gülfert Level 21. Das sollte langsam aber sicher mal ausreichen. Und tschüss, Pudox. Wen soll ich dann nach vorne nehmen gegen Käfer? Psylo nicht. Kratos auch nicht wegen den ganzen Burmis. Vielleicht Lightning. Mal sehen. Entron und Kratos, das sind so die Sorgenkinder bei mir im Moment. Weil, wie gesagt, gegen einen Knospi oder so könnten sie überhaupt nichts tun. Und das wäre sehr scheiße. Wow, au, 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 au. Ja, gebt das Geld her. Nein, nicht Beutel. Nehmen wir mal nach vorn. Weiß ich nicht. Ne, Psylo ist Schwachsinn. Ja, hier drin ist es doch uncool, muss ich sagen. Item. Trank gefunden, das kann ich gebrauchen. Sehr schön. Okay. Gibt's hier echt nichts, das ich haben möchte, oder... Was weiß ich? Da hätte ich hochgekommen, ich hab's gesehen. Hallo, kommt hier ein Pokémon? Hat jetzt lange genug gedauert. Oder soll ich mir Knospi fangen? Ah komm, ich versuche mir Knospi zu holen. Habe ich immerhin was. Am besten das auf Level 11, ja. Okay. Chanera, bitte. Mach zuerst... Welches ist jetzt was? Das linke müsste das auf Level 10 sein, oder? Ich glaube, ja. Ja, perfekt. Das andere werden wir uns dann holen. Chanera wird es jetzt schön schwächen. Nein, wieder diese verdammte Giftdorn. Aber wie gesagt, ist nicht weiter schlimm. Was will ich mit einem Knospi? Ich mag es eigentlich gar nicht. Aber was soll's. Wir holen uns jetzt Knospi. Wer weiß, ob wir es irgendwann noch gebrauchen können. Ja. Hör auf damit. Wir fangen es uns. Wir haben 15 Pokébälle und Heilball. Sehr schön. Oh, den würde ich gerne bei einem tollen Pokémon einsetzen. So. Wutsch! Doing, 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 doing! Na, Knospi? Yeah! La, 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 la. Sehr schön! Sensibel gegenüber Wetterveränderungen. Spürt es die Wärme der Sonne, erblüht seine Knospe. Okay, oh, jetzt brauchst du noch einen Spitznamen. Wir nennen es... mal sehen, ob es Platz hat. Wald... Hüpfer. So, Waldhüpfer. Passt. Ja, mir fällt nichts Besseres ein, verdammt. Waldhüpfer, ja, ist in Ordnung. Sehr schön. Wieder ein Pokémon mehr in unserem Team. Ihr wollt auch kämpfen? Ja, wir bleiben jetzt wirklich mal bei Lightning. Ihr habt coole Pokémon. Ich spüre eine eigenartige Präsenz und du verströmst sie. Oh, wie der Psychos offenbar. Dieser Wald ist seltsam. Es scheint, als fülle er meine Energie auf. Ich hoffe ja nicht. Das wäre ein bisschen unfair. Okay, hat nur 2 Pokémon. Damit kann ich... Oh, perfekt. Entron. Oh, sie sind Level 17. Holy shit. Aber gut, Lightning beherrscht ja Biss, habe ich gesehen. Was ziemlich, ziemlich gut ist. Und wir versuchen einfach mal... Nee, komm, Funkensprung auf Entron. Ist sinnvoller. Tschüss, Entron. Sag tschüss. Weg mit dir. Ja, weg. Und Chanera kümmert sich hoffentlich um Meditie.
Meditation. Lass das. Nee, da kann nur die Eierbombe. Naja, okay. Bis. Vielleicht schreckt mir die TR zurück. Das wäre noch besser. Ja, aber okay. Ja, und schreckt zurück. Und Shanera, das schaffst du jetzt, oder? Oh, ganz knapp nicht. Geh weg mit die Tier. Geh weg. Gehe ich überhaupt den richtigen Weg in diesem Wald? Wie gesagt, ich habe bestimmt tausende Items übersehen, aber ich hoffe nichts Wichtiges und deswegen kein Problem. Gehen wir mal hier links lang. Halt, was steht da? Tipps für Trainer. Viele Items, ja, ja. Gehe ich hier richtig? Ja, es sieht gut aus, glaube ich. Auf jeden Fall ist da noch ein Item. Holen wir uns natürlich. Wampel und Knospi. Nö. 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 Nein, sagte ich. Ja, ja, Bedroher von Lightning ist gut. Ist gut, ist gut. Ja, Bedroher ist an sich schon cool. Weg da. Wir holen uns das Item. Ist das was Cooles? Grünstück. Was macht das nochmal? Das ist, glaube ich, nur zum Verkaufen da, oder? Halt, ich kann mal die TM-Stocks sehen. Kugelsaat, Rückkehr, Fällen. Pflücker wäre schön. Okay, interessant. Aber wo ist jetzt das Grünstück? Macht das irgendwas? Ja, nicht viel Tolles. Gelbstück. Ja, wir haben nicht allzu viel tolles Zeug. Hier kommen wir nicht durch. Shit. Was ist jetzt? Oh, da ist der Ausgang. Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir haben es echt geschafft. Allein wäre ich niemals durch diesen Wald gekommen. Vielen, vielen Dank, Becky. Bitte nimm das hier. Sanftglocke. Oh, ja. Ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal begegnen. Bis dahin, alles Gute. Sanftglocke. Ich habe das Gefühl, in meinem Kopf entwickelt sich eine Idee. Aber erstmal hier raus. Der 205. Mal sehen, ob ich mir hier noch irgendwas fangen kann gleich. Oh, Beeren. Beeren. Ja, Siedelbeeren nehme ich mit. Ah, komm, das kann dann Schana machen. Ja. Ich möchte jetzt hier eventuell noch was Cooles fangen. Panikon. Nein. Nicht so großes Interesse. Muss ich sagen. Level 14. Ja, wir müssen unbedingt die beiden anderen Pokémon ein bisschen trainieren. Und ich gehe mal in die Stadt, ob ich da gleich zu einem Pokémon Center komme. Wer ist da auf der Brücke? Ein Angler. Da steht ein Galaktik-Typ. Ich gehe erstmal unsere Pokémon heilen, damit ich noch zwei, drei Level für Kratos und Anton einholen kann. Dann kann ich mich ja zurück hierher teleportieren, um mich zu heilen, falls irgendetwas ist. Aber ich werde Shana da oben bei den Bären rauslassen. Falls jetzt noch irgendein Pokémon auftaucht bis dahin, werde ich es mir fangen. Aber ansonsten habe ich halt keine Zeit mehr. So einfach ist das. Ja, stell sie da am Ausgang der Höhle hin am besten. Nur Schaloko. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Hätte ja sein können, dass hier noch was Cooles kommt, aber scheinbar... Nö. Nö, 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 nö. Ah, okay, noch letzte Chance. Na? Knospi, haben wir jetzt bereits eines. Oder soll ich leveln? Wir sind jetzt Level 12. Heißt, wir können von Level 14 ausgehen. Ja, doch, Kratos und Denton, die kriegen noch jeweils ein oder zwei Level-Ups. Und dann geht's hier weiter bei Shana. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.